Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Episode Stray, der fünfte Teil unseres Let's Plays hier. Und ja, wie so oft in letzter Zeit starten wir wieder bei Momo in der Wohnung. Das scheint ja wirklich eine Angewohnheit zu werden hier. Wir sind nämlich jetzt hier in den Slums zurück und haben die Dächer hinter uns gelassen. Und anscheinend ist Momo nicht mehr da und hat einen Zettel hinterlassen. Von daher, guter Einstieg, um hier mal wieder loszulegen. Kleine. Achso, wenn du das liest. Okay. Ausgezeichnet. Ja, ich bin am Leben. Richtig. Okay, also er ist in die Bar. Alles klar, da finde ich ihn. Aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet. Na toll. Ach da. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. What? Und der Code lautet. Oh oh. Okay. Herzlich willkommen. Das finde ich schon wieder ziemlich gut. Alles klar. Also auch noch einen kleinen Gag gemacht hier. Wie immer, lasst ein Like da hier für das Video, wenn es euch gefällt. Abo für den Kanal und dann sehen wir uns hier auf jeden Fall noch mit vielen, vielen Stray-Videos und hoffentlich auch Guides, wenn nicht schon ein paar rausgekommen sind von mir. Und jetzt hüpfen wir hier mal runter. Also die Bar ist unterhalb von uns. Ich überlege gerade nur, ich will die Gelegenheit noch nutzen. Ich habe hier nämlich noch einige Notenblätter. Zumindest mal noch eins loswerden hier, bevor wir hier weitermachen. Noch ein Basketball. Kann ich den auf den da drauf werfen? Oh, der Typ vor der Bar ist weg. Oh, das ist schon mal gut. Jetzt kann ich da endlich mein Ding rauslassen. Mein Energy Drink, oder? So, hier noch einmal runter. Ist das Momo eigentlich? Ey, nicht da runter. Zack. So. Ah, hier gibt's gar keinen Energy Drink. Das war Fake News. Okay. Ich dachte, da könnte ich welche bekommen. Hey, kleines Fellknäuel. Okay, Erzsignal. Oh, hallo. Ah, du bist wieder da. Alles klar. Und auch die gleichen Dudes in der Bar. Ja, ich komme. Oh, falscher Hocker. Okay, was kommt jetzt? Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Okay. Hallo, hört mich jemand? Zu Balthasar. Okay, also das ist jetzt einer der anderen, von denen wir das Tagebuch gefunden haben. Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zog's überall. Okay. Oh, wir haben das Signal verloren. Okay, dann müssen wir da wohl auch runter. Wer macht mir die auf? Er überlegt noch. Der immer geschlafen hat, der Kollege. Seamus. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zirks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht, das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Who are you? Okay, er spricht mal irgendwie ominöse Warnungen aus, aber gut. Seamus. Sein Vater Doc. Oh, okay. Okay, Doc ist auch weg und das ist der Sohn von Doc. Alles klar. Verstehe. Jetzt hier mega Story wird jetzt hier aufgebaut. Okay.
Stock eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu außen, zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Okay. Also noch nicht in die Kanalisation. Ich finde, man vergisst ein wenig, dass man eine Katze ist manchmal, so wie wir uns hier unterhalten. Aber sehr nett ist das. Okay, du lehnst wieder an deinem Ding. Aber gut zu wissen, dass das kein richtiger Automat ist. Hätte ich aber auch sehen können. So, der gute Seamus. Oje, die räumt immer noch die Farbe auf. Ist sie noch frisch? Laufen wir mal durch. Jo, hinterlassen wir die Spuren. Sehr gut. So, was steht hier? Ah, okay, das sind die Wegbeschreibungen. Hier wohnt der Seamus. Der macht jetzt bestimmt nicht auf. Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von der Außenwelt nur hören. Mir will er nicht helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Machst du mir jetzt da... Wir schleichen uns jetzt bei Seamus rein. Okay. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige Seamus. Dankeschön. Okay. Finde das Geheimlabor. Okay. Und du wartest in der Bar. Ja, ja, da würde ich auch warten. So, bevor ich da jetzt reingehe, will ich jetzt unbedingt noch ein paar Notenblätter loswerden, sonst schaffe ich das nie. Du bist auch neu, oder? Kennen wir dich schon? Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tauschhändler besuchen, dort gibt es für jeden etwas. Ja, das habe ich doch schon. Aber hier, ich habe einen Schatz für dich. Was ist denn mit dem? Willst du das? Nee, du erkennst auch nur Omas Stil. Okay, ich weiß nicht, wem ich das geben kann. Der macht wieder Gärtner hier. Ich müsste mal mit jedem reden, damit ich weiß, wem ich Omas Decke geben soll. Klar, ich habe noch welche. Guck mal hier. So. So, während der das nächste Lied spielt, gucke ich mal, ob ich hier noch ein bisschen was rausfinde in den Slums. Oh, der Basketball liegt wieder hier. Neue Chance, ihn zu treffen. Das ist sehr nett. Hopp. Wow. Das hat nicht gut funktioniert. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Trophäe freischaltet. Ich glaube, das muss ich dann mal in einem Guide machen. Aber ich schaffe es hier offensichtlich nicht. So, was haben wir hier? Der Marktplatz, ja genau. Hier, dafür muss ich noch 3 Dosen finden. Uraltes Relikt, genau, das brauche ich. 3 Dosen, aber ich habe keine 3 Dosen. Ich habe nur eine. Die gebe ich ihm. Nein, das reicht nicht. Okay. Was mit dem hier? Das will er auch nicht. Tja. Ich wüsste nicht, wo ich noch mehr von diesen Dosen finden soll. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Poncho machen soll. Okay, also ich höre jetzt aber auch auf, jeden anzulabern darauf. Die sind schon genervt, dass ich überall mit Omas Poncho rumwedel. So, okay, dann gehen wir noch einmal hier rum. Gucken, ob sich hier auch noch irgendwie was getan hat. Sehen wir hier noch was Neues? Ihr, euch kennen wir auch schon. Sag mal, Oma, weißt du, wer was mit deinem Poncho anfangen kann? Und wie gefällt dir dein neues Outfit? Super, aber ich hab's noch. Guck mal. Okay, will sie auch nicht. Alles klar. Na gut. Dann würde ich sagen... Was mit dir habe ich, glaube ich, noch nie geredet. Boah, ist ja immer nur dramatisch. Wie ist ein Poncho? Jetzt ist aber auch mal gut mit Omas Poncho. So, wir gehen jetzt hier mal rein. Momo, ich bin wieder am Start. Oh, nee, bevor... Ah. Sorry, Leute. Aber echt, es zieht mich. Ich will diese Trophäe unbedingt. Du wolltest auch nicht den Poncho, oder?
Okay. Vielleicht will sie ja den Poncho, wenn sie hier so aufräumt. Als Belohnung. Okay, nee, sie ist nur sauer. Okay. Also, der Musiker sollte jetzt ja eigentlich mit seinem Getreller fertig sein. Dann können wir endlich eine neue Melodie loswerden. Man muss sich auch irgendwann mal in Echtzeit hier oder irgendwo auf einem Bett legen zum Schlafen. Ich nehme an, das geht hier an der Stelle. Boah, wie viele habe ich denn noch? Viel zu viele. Petit Vals. Okay, los geht's. Leg los. Nice. Okay. Also, ich werde die Songs hoffentlich noch los, bevor die mich hier wieder ins nächste Level schicken. Und jetzt gehen wir aber endlich hier mal rein. Also, ich habe es lange genug herausgezögert, ich würde sagen. Ab die Post. So, was gibt's hier? Hier können wir erstmal Lärm machen. So. Servus. Was machst du denn hier? Ich hab's doch gesagt. Durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. So, jetzt müssen wir Ihnen das Tagebuch zeigen. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Poncho? Okay. Also, geheimes Zimmer. Wir gucken mal. Hier, das sieht sehr kompliziert aus. Wir haben lauter Uhren. Und wir haben ein paar Bilder. Ah, okay, vielleicht hinter den Bildern irgendwie Schalter versteckt. Jo, gefunden. Seamus, kennst du den Code zufällig? So, hier ist auch nichts. Gucken wir hier nochmal. Oh, das ist es. Übersetzen bitte. Die Zeit wird's zeigen. Ah ja, deswegen die vielen Uhren. Okay. Ja, Siemens, da guckst du, ne? Also, ich habe eine 2 Uhr, 5 Uhr, 1 Uhr und 1 Uhr. Oder? Die Uhr geht bis 16 Uhr. Das ist verwirrend. 2, 5, 1, 1. Nehmen wir einfach mal. 2, 5, 1, 1. Okay, das war machbar. Gruselig, dass es, wenn du plötzlich in deinem eigenen Haus einen versteckten Raum finden würdest, ne? Okay, eine Sogwaffe, die hätte ich gern. Okay. Also der hat sie ausprobieren wollen und kam nicht mehr wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das heißt, dass er tot ist. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Sog sind offiziell außer Kontrolle. Ja. Sie fressen jetzt Metall. Okay, also die haben sich weiterentwickelt und haben nicht nur Organisches gegessen, sondern dann am Ende auch Metall. Ja klar, sonst hätten die ja nicht so viel Angst davor. Verstehe. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ich hätte gern die Waffe. Könntest du die Waffe bauen? Defluxor-Bauplan. Okay, so schnell war ich nicht. Geringe Priorität Aussehen, Größe, Dezibelausstoß, hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Zielvernichtung von 20 Zirks pro Sekunde. Okay. Das hört sich ja gut an. Was sagst du? Ach, wie süß das aussieht, wie sie da steht. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ja, ein Poncho. Oh Gott, tut mir leid. ich habe noch nie. Ja, wie? Muss ich jetzt hier irgendwas finden? Ich habe die Zeitung. Das haben wir, okay. Und wir haben den Bauplan. Müssen wir noch was finden? Das haben wir auch, okay. Ich muss ihm irgendwas zeigen und ihm. Oh, wartet mal. Hier oben bestimmt in der Kiste. Okay. Zack. Wo ist es? Ist es hier nicht? Hier, guck mal hier. Das ist doch bestimmt.
Nee, ich habe nichts gefunden. Oh, jetzt rede ich wieder mit ihm. Nein, ich habe doch nichts gefunden. Tut mir leid. Ich war so sicher, ich habe was gefunden. Oder ist nichts drin, oder? Oder ist das irgendwie... Ich hätte schwören können, dass da drin was sein muss. So, okay, jetzt gucken wir noch mal. Oh, guck mal hier, da steht auch noch mal was. Ah, das ist noch mal reagieren auf helles, grelles Licht. Oh, Moment mal. Ich habe eine Taschenlampe. Hallo? Okay, ich glaube, die sind tot. Oh, Moment mal, da ist noch ein Karton. Okay, Moment. Ich guck mal hier rein. Gucken wir mal hier rein. Oh, der ist schwerer. Der ist schwerer. Das muss er sein. Wehe, da ist nichts drin. Oh, da ist es. Kaputtes. Kaputter. Ich bin so gut im Lesen. Kaputter Peilsender. Okay. So, jetzt habe ich was gefunden, mein Lieber. Jetzt können wir quatschen. Zack. Ja, jetzt habe ich was. Moment. Das hier. Ja, das ist Peilsender, genau. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Okay, vielleicht können wir ihn also selber suchen. Okay, also wenn wir den Doc finden, dann finden wir vielleicht auch die Waffe. So ist die Logik, oder? Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Okay. Let's go. Nimmst du den Karton mit, ja? Oh je, oh je. Finden wir hier noch irgendwas? Ne, hier waren wir schon überall. Ladies first. Okay. Sehr happy oder was? Was heißt das? Du musst diesen Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemand finden, der dir hilft. Okay. Oh, ich habe ihn wieder. Okay, und er öffnet mir die Tür. Okay, Moment. Dann müssen wir jetzt erst zum Technikmensch. Technikmensch, den kennen wir schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Kann ich hier direkt rein? Zack. Hallo, ich bin wieder da. Servus, Elliot. Ja, kann ich helfen? Ja, kannst du? Wir haben einen kaputten Peilsender. Genau das. Wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine... Oh, mein Lieber, ich hab was für dich. Ja, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich hab einen Poncho, wenn du willst. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Na endlich will jemand meinen Poncho. Ach, ich bin gerade richtig glücklich. Lass ihn mich anprobieren. Elliot, alles für dich. Gar kein Problem. Schau kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Perfekt. So. Okay, da arbeitet er schnell mit so einem schicken Poncho. Boah, bin ich froh, dass ich den Poncho losgeworden bin. Na bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Vielen Dank. Na, das war doch mal ein Sieg, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir nur noch. Zack, zack und zack. Oh, wisst ihr, was mir auffällt gerade in dem Moment, wo ich hier die Kratztür gesehen habe? Ich habe, glaube ich, im letzten Level nirgendwo dran gekratzt. Vor lauter Zirks. Das könnte mir natürlich zum Verhängnis werden. Okay. Seamus ist weg. Vielleicht ist er zur Tür. Wo war denn diese Tür? Ich glaube, die ist hier gewesen, oder? Ist das nicht die Tür? Ich hätte schwören können, dass das hier die Tür wäre zu den... zur Kanalisation, genau. Ich dachte, er macht die mir auf. Ach so, nein. Er hat gesagt, er macht mir nur die Tür auf. Ich glaube, ich habe ihn falsch verstanden. Dann nutzen wir wenigstens hier nochmal die Zeit, um nochmal einen Song loszuwerden. Wie viel haben wir noch? Vier. Erst die Hälfte, mein Gott. Spiel mal deinen Song. Beim letzten lege ich mich vielleicht auch mal hin. So. Wo ist dann Seamus, ist die Frage. Ich guck mal in der Bar. Hier ist ja auf jeden Fall Momo am Start. Okay.
Jo, wir haben was ge Interessantes gefunden, und zwar das hier. Ist es eine dieser neuen Spielkonsolen? Nein. Okay, der hilft mir also nicht. Ich muss sie doch zu Seamus. Okay, vielleicht ist er einfach wieder in die Wohnung reingegangen. Komm, wir gucken nochmal. So, Seamus. Ach, da ist er doch. Mensch. Yes, habe ich. Moment, hier ist er. Sehr gut, ne? Gib ihn her. Na klar. Bitte heißt das. Die sehen auch irgendwie cool aus, die Roboter, oder? Ich finde irgendwie nicht zu Hightech, und ich finde es so geil, dass sie sich noch kleiden und so. Also es gefällt mir, vom Stil gefällt es mir einfach, das Game, muss ich echt sagen. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns den Peilsender folgen, vielleicht finden wir raus, wo Papa hin ist. Oh, okay, vielleicht ist der gar nicht in die Kanalisation. Ach so, stimmt. Der andere hat ja nur gemeint, wir müssen durch die Kanalisation, aber das heißt ja nicht, dass der Doc auch da gelandet ist, oder? Vielleicht chillt er einfach bei ihr hier in der Wäscherei die ganze Zeit, ha? Huh? Ist der Doc hier bei dir? Nee? Hat dir nicht so gefallen? So. Oh, hier ist auch ein Basketball. Ob ich den da. Ich weiß nicht, ob das gilt, wenn er da in den Eimer kommt. Oh, da oben bei der Tür. Ah, ja, ich erinnere mich, da ist auch nochmal eine Tür. Das kann ich eigentlich hier machen. Wow, okay. Jo, ich bin am Start, keine Sorge. Okay. Also scheint er hier reingegangen zu sein. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein, ich muss es wissen. Auf geht's. Oh, okay. Er macht uns einfach direkt auf. Was passiert jetzt? Ist er da direkt? Und hat sich einfach nur. Oh ne, das ist ein neues Areal. Okay, und das sieht gefährlich aus. Und wir gehen einfach direkt rein. Okay. Das sieht gruselig aus. Hier geht's auf jeden Fall wieder. Und der macht, wie ich ihn kenne, einfach hinter mir die Tür zu, oder? Natürlich hat er die Tür zugemacht. Okay, Dude. Das ist gemein. Ihr Lieben, ich glaube, wir machen hier einen Cut. Das scheint mir ein neues Gebiet zu sein, neues Level, neues Kapitel. Von daher, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal, ihr wisst, wie es geht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.